Der Homo sapiens nutzt seine Gehirnkapazität nur zu 10%. Was aber würde passieren, wenn du deine Gehirnkapazität zu 100% nutzen würdest? Als vor etwa 1 Milliarde Jahren das Leben auf der Erde begann, mussten noch 500.000 Jahre vergehen, bis sich die ersten Nervenzellen entwickelten, so wie wir sie heute kennen. Da erst beginnt das, was wir unter Leben verstehen. Bei einem Gehirn von nur wenigen Milligramm Gewicht ist es noch nicht möglich, irgendwelche Anzeichen von Intelligenz festzustellen, geschweige denn von Bewusstsein. Es agiert mehr wie ein instinktartiger Reflex. Ein Neuron und es lebt. Zwei Neuronen und es bewegt sich. Und mit der Bewegung ereignen sich dann auf einmal interessante Dinge. Die Tierwelt existiert bereits seit Millionen von Jahren. Dennoch nutzen die meisten Spezies nur 3-5% ihrer Gehirnkapazität. Erst mit dem Homo sapiens als dem obersten Glied der Evolutionskette und der Spitze der Ernährungspyramide sehen wir eine Spezies, die ihre zerebralen Fähigkeiten mit 10% besser nutzt. Hallo Leute! Große Teile des menschlichen Hirns werden nicht genutzt. Manche sagen zwar, dass dieser sogenannte 10%-Mythos angeblich als widerlegt gilt, doch können wir das wirklich glauben? Ich denke nicht. Und obwohl dies alles reine Hypothese ist, möchte ich an Charles Darwin erinnern, den man für einen Idioten hielt, als er damals seine Evolutionstheorie aufstellte. Es liegt immer an uns und an der Kreativität des Menschen, über seine eigenen Grenzen hinauszugehen. Denkt man nicht über seinen Tellerrand hinaus, hält sich geistig immer nur an die vorgegebenen Grenzen, so gäbe es niemals Fortschritt. Fortschritt ist immer Visionären zu verdanken, die meist leider als Fake oder Idioten beschimpft werden. Meist von kleingeistigen, beschränkten Menschen, die nicht fähig sind, ihren Horizont zu erweitern und gerne auch als Trolle in Internetforen und YouTube-Kommentaren ihr Gift von sich geben und so den Fortschritt verhindern. In diesem Video zeige ich dir mit atemberaubenden Bildern, was passieren würde, wenn der Mensch wirklich 100% seines Hirns voll ausnutzen würde. Begleite mich also zu einer spektakulären Reise durch den menschlichen Körper und seinem Hirn. Denn ich zeige dir in diesem Video, was wirklich passiert, könntest du dein Hirn zu 100% nutzen. 10%. Der Mensch als Krone der Schöpfung hat viel erreicht. Von Albert Einstein bis zur Gentechnik, von der Concorde bis zur Weltraumfahrt ist der Homo sapiens der ungekrönte Herrscher des Planeten Erde. Und dabei nutzen wir nur 10% unseres Hirns effektiv. Dies mag nicht viel erscheinen, aber das täuscht, wenn man sieht, was wir damit erreicht haben. Richten wir aber jetzt unser Augenmerk auf einen Sonderfall. Es gibt ein Lebewesen, das sein Gehirn besser nutzt als der Mensch. Und das ist der Delfin. Dieses erstaunliche Tier nutzt schätzungsweise 20% seiner zerebralen Kapazität. Dies bedeutet, es ist in der Lage, über ein Echolotsystem zu kommunizieren, das jedem von Menschen erfundenen Sonarsystem bei weitem überlegen ist. Mit dem Unterschied, dass der Delfin das Sonar nicht erfunden hat, sondern auf natürliche Art und Weise entwickelt hat. Und genau dies ist der entscheidende Punkt, um den es in diesem heutigen Video geht. Was wäre, wenn wir unser Gehirn genauso natürlich entwickeln könnten wie der Delfin? Für alle Wesen des Planeten scheint das Leben nur einen einzigen Sinn zu haben: Eigenerhalt und Reproduktion. Die sterblichen Zellen in jedem Lebewesen wollen Zeit gewinnen und das erlangte Wissen zu erhalten und weiterzugeben. Denn mit zunehmendem Alter scheint dies auch die eigentliche Bestimmung einer jeden Zelle in unserem Körper zu sein. Um dieses Ziel zu erreichen, hat die Natur, sei es nun für Einzeller wie Bakterien oder aber für komplexe Säugetiere wie den Menschen, nur zwei Lösungen zur Verfügung. Entweder die Unsterblichkeit oder aber die Vermehrung. Sollte der Lebensraum nicht entsprechende Vorteile oder Nahrung bieten, wählt die Zelle die Unsterblichkeit. Was wir mittlerweile wissen, durch von der Erde mitgeschleppte Bakterien ins Weltall, die nach einem Wiedereintritt in die Atmosphäre überlebt haben und dann ganz einfach weiterleben. Mit anderen Worten, Selbstversorgung und Selbstverwaltung. Sollte der Lebensraum hingegen vorteilhaft sein, so wie auf den meisten Gegenden hier auf der Erde, wählen die Zellen die Reproduktion. Auf diese Weise vererben sie alle erlernten und wesentlichen Informationen an die nächste Generation und diese dann wiederum an die nächste und so weiter. Somit werden Wissen und Erlerntes im Laufe der Zeit weitergegeben. Der Homo sapiens besitzt 100 Milliarden Neuronen, von denen aber nur 15% aktiviert sind. Es gibt mehr neuronale Verknüpfungen im menschlichen Körper als Sterne in unserer gesamten Galaxie. Wir besitzen ein gigantisches Netzwerk von Informationen, auf die wir so gut wie keinen Zugriff haben. Was aber würde passieren, wenn irgendjemand es schaffen würde,
aus irgendeinem Grund Zugang zu 100% seiner zerebralen Aktivität zu erlangen. Was dann passiert, spielen wir jetzt stufenweise durch, bis wir die 100% erreicht haben. 20%. Du bist nun 10-mal intelligenter als der gescheiteste Mensch des Planeten und lässt Forscher wie Stephen Hawking oder Genies wie Bill Gates wie kleine Schuljungen neben dir aussehen. Deine kognitiven Fähigkeiten haben sich so enorm verbessert, dass du anfängst, alles rund um dich wahrzunehmen. Deine Augen und dein Hirn würden anfangs erschlagen werden von all den enormen Eindrücken, die dein Gehirn jetzt aufnehmen und auch verarbeiten kann. Du würdest in Supergeschwindigkeit lernen und studieren oder könntest die geistige Arbeit von 10 Menschen auf einmal durchführen. Du würdest bei jedem Vorstellungsgespräch und bei jedem Chef brillieren, die vollkommen verblüfft über deine Fähigkeiten wären. Du würdest jeden Schachgroßmeister mit nur wenigen Spielzügen besiegen, ohne überhaupt jemals in deinem Leben zuvor Schach gespielt zu haben. Du wärst in der Lage, jede kognitive Verbindung sofort festzustellen und miteinander zu kombinieren. Du hast jetzt auch keine Angst mehr, die dich daran hindert, Risiken einzugehen. Du kannst auch das volle Potenzial deines Körpers ausnutzen. Du springst von Gebäuden, dein Timing ist perfekt und überquerst eine Straße mit viel Verkehr, ohne dass du einen Unfall hast. Du kannst bis auf die Millisekunde genau einschätzen, wann ein Zug vor dir hält. In Sekundenschnelle gehst du alle deine jemals erhaltenen WhatsApp-Nachrichten durch. Du guckst ein How-to-YouTube-Video und könntest diese Fähigkeiten sofort in die Realität umsetzen. Kein Schloss der Welt, keine Sicherheitstür wäre mehr ein Hindernis für dich. Du könntest rechts und links schreiben, und zwar gleichzeitig. Im gleichen Moment löst du Einsteins Paradoxon der Axiomatisierung der Quantenmechanik und löst damit das Problem der Riemannschen Vermutung, für das du dann den Nobelpreis bekommst, während du gleichzeitig ein Gemälde Leonardo da Vincis reproduzierst, aber besser als das Original. Zum Spaß löst du 2 Rubikon-Würfel gleichzeitig. Um dich zu entspannen, hörst du einen Podcast, mit dem du 30 Sprachen gleichzeitig lernst und nach 10 Minuten fließend sprechen kannst. Wenn du Musik hörst, interpretierst du alle Töne auf mathematische Frequenzen und könntest sie sofort ebenso reproduzieren. Du kannst jetzt ein Instrument ohne zu üben sofort spielen. Alle Zusammenhänge wären dir sofort klar und jedes technische Problem hättest du sofort gelöst. Du hättest die brillantesten Einfälle und du würdest Literatur und Bücher von göttlicher Schönheit schreiben. Du nimmst jetzt auch deine Umwelt anders wahr, nicht mehr verschwommen, sondern glasklar. Du wärst dir über den Sinn des Lebens bewusst und könntest tief in deine Seele schauen und sie analysieren, um so ein perfektes Individuum deiner selbst zu werden. Alle Informationen des Internets würden wie eine interaktive Reise in dein Inneres vor dir erscheinen und du hättest in Sekundenbruchteilen jede Information, die du benötigst. Du könntest jedes Spiel im Casino gewinnen, da du alle Züge, Karten und Möglichkeiten in deinem Gehirn vorher siehst. Du wärst imstande, alle Handytelefonate deiner Umgebung unmittelbar mitzuhören und das simultan. Denn du kannst die Signale des Hochfrequenzbereiches entschlüsseln. Du brauchst hierzu nicht deine Ohren, du hast dazu einen neuen Sinn entwickelt. Du wärst imstande, im Falle einer Erkrankung deines Körpers den Ärzten ohne Voruntersuchung zu sagen, wo genau und was genau dein körperliches Problem wäre. Die Ärzte könnten dich ohne Narkose oder Lokalanästhesie operieren, denn du wärst in der Lage, das Gefühl des Schmerzes einfach zu unterdrücken und deinem Gehirn die Information geben, dass ohnehin alles in Ordnung sei und das Problem gleich von den Ärzten gelöst wird. Du hättest keinen Schmerz mehr und während dich die Ärzte operieren, könntest du bequem ein Telefonat führen oder im Internet surfen. Du bist nicht nur in der Lage, jede Frequenz in der Luft wahrzunehmen, sondern könntest auch die Sprache der Pflanzen und Bäume verstehen, die ja ebenso wie wir ihrer Zellen einen Informationsaustausch durchführen. Was würden diese dir wohl verraten? 30%. Diese Stufe würde es uns ermöglichen, unsere eigenen Körperfunktionen zu kontrollieren. Kein Geheimnis wäre vor dir mehr sicher, denn du müsstest andere Menschen nur berühren und könntest auf ihr gesamtes Wissen zugreifen. Alle ihre Geheimnisse und verborgenen Wünsche wären ein offenes Blatt für dich. Du würdest dich durch ihre Gehirnstrukturen durchbohren und alles sehen, was sie jemals gedacht, erlebt, gehört oder gesehen haben. Du würdest Menschen damit in den Wahnsinn treiben. Ein herkömmlicher Laptop oder Handy, mit dem du im Internet surfst, wäre wie ein Abakus für dich. Du könntest in Hypergeschwindigkeit mehrere tausend Internetseiten ganz einfach abrufen und deren Informationen in Nanosekunden aufnehmen. Wenn du die Person gefunden hast, die du gesucht hast, und sie anrufst, könntest du während deines Telefonats
mit herkömmlichem Telefon zeitgleich eine Verbindung zu einem Fernseher oder Laptop machen, sodass dich diese Person dann auf mehreren technischen Geräten gleichzeitig erlebt und sieht. Du könntest sogar von Entfernung aus alle Geräte in dessen Haushalt manipulieren, die eine elektromagnetische Frequenz nutzen, wie Lichtschalter, Wecker oder sonstige Geräte. 40%. Irgendwann reicht dir ein Laptop nicht mehr und die empfangenen Informationen gehen dir viel zu langsam. Du hackst dich mit deinen Gedanken direkt in das Internet mit seinen Binärzahlensystemen Nullen und Einsen und liest das Internet nicht mehr optisch, sondern dein Gehirn interpretiert die Information zeitgleich wie eine künstliche Intelligenz, 10.000 Mal so schnell wie ein Mensch einfach in einem Binärsystem. Du fängst aber auch an, alle Informationen wie Schall, Infrarot und andere Hochfrequenzen optisch wahrzunehmen. Sie kommen dir vor wie ein ständiger Nebel aus Molekularverbindungen rund um dich. Anfangs würde dich das in den Wahnsinn treiben, denn du erkennst auch dich selbst als Zusammenschluss von Atomen und Molekülen und neuronalen Verbindungen, die du nun kontrollieren kannst, und du hättest Angst davor, die Kontrolle zu verlieren und siehst deinen Körper, wie er sich in seine Moleküle auflöst. Bald aber besinnst du dich und du bekommst natürlich Kontrolle auch über diese neuen Körperfunktionen. Du wärst imstande, deine Augenfarbe und Form der Iris und Regenbogenfarben zu ändern, ganz je nachdem, in welcher Umgebung du dich gerade befindest. 50%. Die nächste Stufe wäre dann die Kontrolle über andere Menschen. Und dazu benötigen wir Zugang zu mindestens 50% unserer Gehirnkapazität. Nun hast du 50% deiner Gehirnkapazität erreicht. Du wärst fähig, deine Menschen rund um dich telekinetisch zu manipulieren. Wenn du von einem Haufen böser Menschen angegriffen wirst, könntest du sie mühelos nur mit der Kraft deiner Gedanken zu Boden werfen. Aber nicht nur Menschen könntest du manipulieren. Du könntest auch eine dich bedrohende Pistole entwaffnen, indem du die Kugeln einfach aus ihren Lauf wirfst, nur mit Kraft deiner zerebralen Fähigkeiten. Und alle würden dann das machen, was du bestimmst. Du könntest nun sehen, was um dich herum geschieht und auf alle Informationen, Frequenzen und Kommunikationen in einem Radius einer ganzen Stadt herum zugreifen. Du müsstest nur ein herkömmliches Autoradio benutzen und könntest dich mit diesem den Frequenzbereich eines jeden beliebigen Handys orten und reinhacken und so alles mithören. Deine Reaktionsfähigkeit wäre so dermaßen erhöht, dass du mühelos ein Auto wie ein Geisterfahrer mit Höchstgeschwindigkeit durch Gegenverkehr lenken könntest, ohne einen Unfall zu bauen, auch dann nicht, wenn du zum allerersten Mal Auto fährst. Du hättest Kontrolle über die Straßeninfrastruktur deiner Stadt und könntest jederzeit beliebig alle Hindernisse kontrollieren und aktivieren, die dir helfen, deine bösen Illuminati-Verfolger abzuhängen. 60%. Nun hast du 60% deiner Gehirnkapazität erreicht. Dein Gehirn schafft es nun nicht nur Menschen, um dich physisch zu manipulieren, ohne dass du sie dazu angreifst. Du könntest auch mentale, nur für sie vorhandene Barrieren schaffen, wie unsichtbare Glaswände oder auch Feuer. Du würdest deine Feinde im Kampf wie Neo aus der Matrix einfach mit deinen Gedanken durch die Luft schleudern und könntest sie sogar in der Luft levitieren lassen. Die renommiertesten Wissenschaftler der Welt würden gerne Experimente mit dir durchführen, um zu sehen, zu was du genau in der Lage bist. Doch das wäre dir mittlerweile zu banal. Du müsstest sie nur angreifen und könntest alle ihre Gedanken, Erinnerungen, Wissen und Schmerzen sofort lesen. Du wärst imstande, dein physisches Erscheinungsbild je nach Belieben zu verändern. Du könntest dir sofort extra Gliedmassen wachsen lassen, Fischhäute oder eine zweite Handfläche. Du könntest aber auch den Menschen in deiner Umgebung deine Gedanken zeigen, indem du sie einfach in den Raum projizierst. Doch du wirst bald realisieren, dass dies alles nur Kindereien sind und wirst erkennen, dass du keinen Körper mehr benötigst, um zu existieren. 70%. Nach der Kontrolle über dich selbst und auch andere käme die Kontrolle über die Materie. Aber an diesem Punkt betreten wir das Gebiet der Science Fiction und darüber können wir nur spekulieren. Dein Gehirn würde sich immer schneller entwickeln, bis du auf 70% bist und du würdest deinen Körper einfach abstreifen und nur noch Energie sein. Sodass dich aber die meisten Menschen um dich noch immer wahrnehmen können, wirst du versuchen und auch in der Lage sein, jegliche Form der Existenz anzunehmen, auch die einer Maschine oder die eines Computers. Du könntest dich ganz einfach materialisieren. 80%. Ganz schnell hättest du dann 80% deiner Hirnkapazität erreicht und würdest mit deiner Umgebung in jeglich beliebiger Form verschmelzen. Der Schritt zur 90% Kapazität ist dann nicht mehr weit. Du wärst nun imstande, die Grenzen von Raum und Zeit einfach zu überwinden und könntest dich mit deinem Geist in jegliche jemals existierende Menschheitsepoche zurückversetzen, so wie in einer Zeitmaschine,
Du könntest dich nach Belieben materialisieren und Bewohner und Tiere fremder Epochen besuchen. Nun hast du 100% deiner Gehirnkapazität erreicht. Du verschmilzt mit allem um dich herum und wärst fähig, Dinge, Sterne, Leben und sogar ganze Universen zu schöpfen. Du bist selbst zur Schöpfungskraft geworden. Du, das intelligenteste und fähigste Wesen des gesamten Universums und bist nun mit Gott ebenbürtig. Mehr noch, du bist zu Gott geworden und wärst überall zur gleichen Zeit, an jedem Ort im gesamten Universum. Seltsam, aber so steht es geschrieben. Vergiss bitte nicht, das Video zu liken, es mit deinen Freunden auf Facebook und WhatsApp zu teilen und natürlich auch meinen Channel zu abonnieren.